Das wird die 4. Hallo, Let's Play Sims 4. Ich habe vergessen, dass ich eine Ansage machen muss, nachdem ich gewunken habe. Ich bin so ein Vogel. So, da sind wir wieder. Wir müssen weitermalen. Es gab eine kurze Pause. Oh, ich bin doppelt. Oder? Habe ich mich gerade doppelt gehört? Hallo? Hallo? Was ist hier los? Hallo? Geht schon. Ach, er war das. Wir können da hinten auch noch Fernsehen gucken. Es bloppt nur eins, ein Flens. Flens war es auch nicht. Oh, jetzt könnt ihr was Cooles erleben. Man kann jetzt übrigens, total geil, man kann jetzt live das Donation-Ding verschieben. Das ist ein neues Feature von TippyStream, was ja wohl mal mega ist. Und die Eule haben wir aber doch schon. Das Bild finde ich nicht gut. Wir meinen jetzt ein abstraktes Gemälde. Ein großes, abstraktes Gemälde, weil wir inspiriert sind, Monsieur. Oh, du musst das Laufband umdrehen. Du hast... Sir Dobby, du bist heute im Genie-Modus. Kann das sein? Sir Dobby ist on fire. Könnt ihr bitte alle mal kurz Sir Dobby seine Genialität beglückwünschen oder loben? Hier ist immer noch der Fritz-Befragungsstuhl. Ist ja wohl mega, die Idee. Boah, wie geil. Ohne Scheiß, ich würde hier wirklich, ich würde sofort einziehen. Wenn jemand sagen würde, hier, willst du hier wohnen? Mega, hier ist doch alles. Das ist das perfekte Haus. Das ist wirklich mein Traumhaus. Ich finde das super. Hat er es jetzt einfach gelöscht, obwohl es für 200 Quatschmark hätte verkaufen können? Habe ich das falsch angeklickt? Ich wollte es, habe ich nicht an Sammler verkaufen gesagt? Applausi dir, Sir Dobby. Er hat es verkauft für 249 Quatschmark. Puh, ich dachte schon. Haben wir heute frei? Ja, Mittwoch ist natürlich frei. Ja, als Chefarzt hat man Mittwoch frei. Du hast es verkauft, sehr gut. Warum muss Fritz denn ausziehen? Er kann mit 40 nicht mehr bei Vater wohnen. So bekommt er nur dessen Frauen ab. Apropos Frauen, da müssen wir uns heute mal wieder drum kümmern, ne? Das Bild finde ich übrigens ein bisschen schräg. Ausgezeichnetes Mehl kreieren, ausgezeichnete Mahlzeit kochen. Ein Museum oder Farbtheorie, das machen wir nicht. Ach, das mit dem Kochen? Ach, das ist schon fertig! Da war ich jetzt so nicht drauf gekommen. Hier, Gourmet-Mahlzeit, Butter, Gnocchi. Oh, Uta hat ihr Spielzeug vergessen. Prost aus der Badewanne, toter Winkel. Jetzt sitzt sie alle in der Badewanne rum. Man muss sich jeden Tag um die Frauen kümmern, sagt Ninja. Das ist völlig recht. Ich habe schon Seelöwen und Elefanten bessere Bilder malen sehen. Ja, du hast recht. Das ist wirklich nicht so ein gutes Bild geworden. Hallo Svenja Cookie. Wie kann man jemanden ausziehen, indem man ihn mit irgendwem verheiratet, glaube ich. Das schlagen mir zumindest immer die Leute vor. So, wen kennen wir denn? Da können wir schon mal gucken. Wer ist denn Bruno Palim, wollte ich gerade sagen. Marie? Ist Marie nur ein Teenager oder ist die jetzt schon groß? Oh, Luisa hat schon ein Kind von uns. Aber die haben wir schon lange nicht mehr gesehen, oder? Alexander Grusel ist Raummann. Olivia Kim Lewis. Ist die auch nur ein... Annika Löhrer? Ich wüsste gern, wer Teenager sind. Wie kann man das rausfinden? Ich hätte so gerne Badewanne, ey. Selina hat eine komische Frisur. Oh, guck mal. Annika Löhrer? Wer ist denn Annika Löhrer? Wir rufen mal die Annika an. Der Junge muss mal raus aus dem Keller, ja. Brumbea Lupitu, Skrosk Square. Annika Löhrer, wer ist denn Annika Löhrer? Woher kenne ich die? Und wer seid ihr? Oh, Annika. Naja. Annika möchte mit uns über Müll reden.
Annika sieht ein bisschen aus wie Fritz früher. Oh, es ist nicht schlimm. Da sind wir nicht so. Komm, wir reden über Träume. Die kennst du, weil du sie behandelt hast, okay? Christina Hermanns wäre mein Fall. Rothaarig geht immer. Annika hat gewehrfreudige Hüften. Millionenhype. Da kommt sexuelle Schwungmasse. Ran an die Uschi. Jetzt bekommst du eventuell Liebschaft, weil deine Liebschaft nicht gesellschaftlich angesehen sein könnte. Nein, nein, das ist ja doch ein mega hübsches Gesicht. So sind wir ja hier. Nee, wir möchten nicht im Museum über Farbtheorie reden. Nee, wir wollen auch kein Kunstwerk betrachten. Das ist alles Quatsch. Wir zeigen ihr erstmal die Muskeln. Dann wird ihr geschmeichelt. Jetzt gibt es einen medizinischen Rat. Wir sind nämlich Arzt, das wollten wir auch noch mal kurz sagen. Können wir schon mal rausfinden, ob sie Single ist. Ach, Fritz ist jetzt natürlich auch ein Maschinchen, ne? Dann machen wir erstmal ein Kompliment. Dann gibt es noch ein paar Kochtipps. Sie ist Single. So, Annika, jetzt hast du verloren. So, ich muss hier nur kurz nebenbei noch ein bisschen putzen. Mach dir aber keine Sorgen. Dann fragen wir mal nach dem Tag. Und dann wird kurz geflirtet, okay? Hä? Wo sind meine ganzen... Oh, Annika räumt auf! Hier, guck mal! Ich komm rein und Fritz wird beleidigt. Mir fehlt der Kontext. Guten Abend, Franz. Guten Abend. Hallo, Lucius. Oder, okay, Chat. Wir haben jetzt gerade eine junge Frau hier, die im entsprechenden Alter ist. Wäre die was für Fritz? Sollen wir die Fritz lassen? So sind wir ja nicht. Ich erinnere mich sehr gut an den Stream, in dem er sie wegignoriert hat, weil er zwei geeignetere Kandidatinnen wuhuen konnte. Das ist natürlich was anderes. Das ist ja einfach nur Geschmackssache. Ich will jetzt hier nicht sagen, nur weil sie vielleicht schwerer ist als mein Sim, dass das keine geeignete Sexualpartnerin ist. So oberflächlich wollen wir hier nicht sein. Kein Fettshaming. Für Fritz. Okay, der Chat hat gesprochen. Franz möchte an Staffelei malen, das ist überhaupt kein Problem. Ein impressionistisches Gemälde malen wir. Und Fritz kann mal zeigen, was er so drauf hat. Oh, Fritz ist kokett. Er möchte ein Techtelmechtel. Fritz, ich glaube, das ist ein bisschen früh. Mal gucken. Er ist so eine Probefahrt veranstaltet. Oh, Hallöchen. Um zu gucken, ob Fritz mit der klarkommt. Ich finde die Bezeichnung Probefahrt hervorragend. Hallo. Wir stehen jetzt alle hier, ja? Alle in einem Batzen. Könntest du... Oh, oder einfach kokett vorstellen. Du sollst nicht flirten. Ach, Franz ist noch im Flirtmodus. Fritz, jetzt komm! Oha, da sind jetzt schon direkt die Herzchen am Start. Eieieiei! Da hat Franz außerdem sein Mojo angeworfen. Oh, Fritz. Armer Fritz. Fritz ist mega müde. Wo ist er denn überhaupt? Ich finde Fritz nicht. Wo ist denn unser Fritz? Wo ist Fritz hin? Nein, nein, nein. Nein. Was ist denn jetzt los? Ach, Fritz ist bei der Arbeit. Ach so. Das ist natürlich ein Problem. Die Messer, das Hamami. Ich gehe mich bewegen. Schönen Abend noch. Dir auch einen schönen Abend. Yeah. Die Ute geht an Fritz ins PC. Oh, oh. Er fährt aufgeräumt, ey. Tja, soll Fadi dann da schon mal kurz gucken? Ja, Fritz hat Programmieren auf 5 oder so. Also ich glaube, das ist kein Problem. Dann nimm du sie halt. Fritz Programmierer, der hat sicher seinen Browser voll aufgelöscht. Das denke ich nämlich auch. Hier spricht der Kapitän der MS Niveau. Wir sinken, Entschuldigung. Das finde ich nicht so schön, dass wir dann einen Sammler verkauft. Die ist für Fritz, sagt Blatt. Okay, okay. Aber, was man ja wohl aus Nettigkeit machen kann,
Ehre. Ah, oh, jetzt muss sie los. Na gut. Aber Papa, das ist doch meine Freundin. Sei still und geh Geld ranholen. Ist für beide was dran, Bienchen. Dann laden wir uns wen anders ein. Wir können ja erstmal checken, wer jetzt schon erwachsen ist. Wir laden die alle mal ein. Bei Pferden heißt das abprobieren. Und gucken, wer von denen erwachsen ist. Bisschen unangenehm, weil es sind alles Patientinnen von uns. Ja, Bassani? Du bist Arzt und kein Pastor, das wäre okay mit den Teenagern. Nicht alle können kommen. Kim ist gerade beschäftigt. Ah, kein Problem. Wir machen hier Dance Party. Bin halt jung gebliebener Arzt. Ich habe einen Dinosaurier auf dem Tisch stehen, aber wenn das nicht was heißt. So, junge Frau, wer sind Sie? Ja, guck mal, junge Erwachsene. Meine Damen und Herren. Wir reden mal ein bisschen über Fitnesstechniken. So, die ist mega fit hier. Ja, guck mal einer an. Olivia Kim Lewis ist auch schon erwachsen. Und du, Selina, ist auch erwachsen. So. Magst du nicht mal diese Dreier-Mod installieren? Meinst du, dass die zu krass für Twitch ist? Ja, achso, die, Was macht er denn jetzt? Franz, bist du vielleicht kurz dumm geworden? Möchtest du lieber draußen stehen? Ja? Kashim? Ja, ich wollte mal gucken, ob die Frauen mittlerweile erwachsen sind. Also, ne? Okay, genug gequatscht. Gina Niesen hätten wir am Start. Selina Jakob oder Olivia Kim Lewis? Auf Anhieb wäre Olivia meine Favoritin. Sie hat einen netten Hintern. Ja. Da geht er mit dem Essen schon zu alt für drei Frauen. Ja. Das kriegt er nicht mehr hin. Boah, hier wird er so ein bisschen gesteckt, ne? Yevka Bamsoi! Ja? Oh, sie macht Cocktails. Hallöchen. Kann ich bei ihr ein Getränk bestellen? Die Mod ist zu krass für Twitch. Da kommen Spielmechaniken dazu, die nicht für. Okay, die nicht jugendfrei sind. Los, kommt alle mit auf mein geiles Sofa. Olivia ist die Tochter der Ur-Ute, soweit ich weiß. Oh, das könnte sein. Die heißt auch Kim Lewis, ne? Ach, jetzt du Vogel! Wir haben hier Darmbesuch und du musst hier in den Raum koffern. Stimmt ja nicht mit dir. Reden wir mal kurz ein bisschen über Träume. Die macht da hinten halt hart die Cocktails klar. Machen wir mal Kompliment übers Outfit. Fragen wir mal, ob sie Single ist. Lock in Flover? Die Situation ist so gut. So, Ladies, bist du Single? Er ist echt ein schlimmer Player. Bei YouTube hat schon jemand gefragt, ob das autobiografisch ist, und ich sage, nein, ich bin gar kein Arzt. Nein, sie bin ich nicht drauf. Wo geht's hin? Was macht sie? Also kurz ein bisschen Muskeln zeigen, ein bisschen über Spiegel reden. Ein bisschen Kompliment machen. Mal gucken, ob es schon zu früh für Flirten ist, ja, Maypicking Bar! Es ist übrigens heute ein Mittwoch 14.30 Uhr. Es ist mehr so ein Kaffeeklatsch hier.
Da stelle ich mir schon komisch vor. Drei Frauen kommen rein, zwei setzen sich erstmal an den Tisch und quatschen, die dritte gehst du mir erstmal mit dem Mixen Drink. Also meine Favoritin habe ich. Ja, die mit der, stimmt, die mit der Bar ist schon ziemlich gut. Fand sie das gut mit dem? Okay, jetzt wird getanzt, ey. Jetzt die Party geht auf die nächste Stufe. Schwadli Blart! So, komm hier, ich bring dir auch noch Tanzen bei. Und dann rauchen wir da auch noch Pflanzen bei. Liebe dem Spirit ist übrigens, wie könnte es anders sein? Gina. Genau das, wie bloß nicht ungefragt den Sprit wegsäuft. Du bist weltweit auf Platz 2 und auf Deutsch der Erste, was Zuschauer betrifft. Mit Sims oder was? Mit 63 Leuten? Ja, dann willkommen beim Top-Sims-Stream. 63, 64 sehe ich hier gerade bei Twitch. Die hat Cowboy-Stiefel, da geht was. Oh ja. Was ist mit dem schönen Haus passiert? Chrissy, bitte, guck mal. Ha? Ha? Ich bringe dir jetzt das Rauchen bei und tanze meinem Namen bei. Das ist auch nicht wahr. Nach Entbindungstermin fragen, bist du bekloppt? Oh, Ette ist krank. Ja, die Ringe rütteln. Vielleicht wäre da mal ein medizinischer Rat angebracht. Gehen wir ins Krankenhaus. So, wir müssen jetzt hier mal angreifen. Flazzle Korka. Da müssen wir hier kurz einen Witz erzählen. So, ich muss mich hier gerade ein bisschen konzentrieren. Oh, sie muss los. Okay, ja, dann hat die sich ja schon mal... Die muss auch. Okay, nur du bist geblieben. Easy. Okay, okay. Okay, jetzt müssen wir zusehen. Achso, jetzt bringen wir Tanzen bei. Okay, das klappt hervorragend. So, Musik aus. Ibarra? Er tanzt übrigens immer noch, obwohl keine Musik mehr an ist. Das ist ein bisschen komisch. Bash. Wir reden über Käse, Wurst und Wein. Okay, wir sind Arzt. Wir müssen kurz prüfen, ob sie heiß ist. Nein! Oh, sie bleibt doch. Das Prüfen, ob ihr heiß ist, das funktioniert schon ganz gut. Oh, Fritz kommt nach Hause. Dann müssen wir gleich die andere Alte für Fritz einladen. So, was können wir denn hier machen? Was, erst einen Kuss erleben? Das geht so schnell. Was ist denn Franz mittlerweile für ein Verführer? Okay, dann prüfen wir nochmal, ob sie heiß ist. Ersten Kuss erleben geht jetzt zweimal. Dann raspeln wir noch etwas Süßholz. Händchen halten, knuddeln. Hammerspruch. Mehr Auswahl. Küssen. Küssen ist gut. Verführerisch flüstern. Sehr gut. Was hier? Schmutzigen Witz erzählen. Von mir aus. Ich kann gerade nicht in den Chat gucken. Das ist hier gerade. Das ist hier. Was ist jetzt los? Hat er. Oh, hat er sich angesteckt? Wo ist sie hin? Sieht das? Moment, wer ist das denn? Was ist denn mit Ginas Hut los? Wir werden erstmal aufreizen posieren. Sie hat ihre Haare unter den Hut gesteckt.
Noch flauschiger fragt, wann ist der nächste Crusader Kings 2 Stream mit Emil? Ich würde sagen nächste Woche. Wahrscheinlich Mittwoch. Ich habe ihn noch nicht gefragt. Wir könnten im Pool aufreizen, posieren. Aber Moment, wir rufen jetzt erstmal in Fritzens Namen. Oh, der ist todmüde, aber er macht sich erstmal Käffchen. Oh nein, hat er die nicht kennengelernt? Ah, da muss das Vater wieder machen. Hm, welche waren das? Annika. Das ist der Schwimmfedora, ja. Also ich tippe mal auf... Oh nein, wie unverschämt. Junge Frau, würdest du mich hier vielleicht am Pool massieren? Möchtest du vielleicht über Nacht bleiben? Oh, ist noch voll früh. Ja, wir wissen schon, worauf das hinausläuft, ne? Todmüde, aber jetzt muss ein Baby ran. Das ist, glaube ich, Rekord. Ich glaube, so schnell. Okay, dann lasse ich ein Follow da. Das freut mich sehr, noch flauschiger. Es freut mich auch, dass es dir bei Emil gefallen hat. Das finde ich sehr cool. Dann bist du ja ab jetzt offiziell Emils erster eigener Follower, okay? Noch flauschiger. Den Namen kann ich mir vielleicht sogar merken. Ich werde es ihm sagen, er wird sich total freuen. Okay, Fritz trinkt jetzt hoffentlich Kaffee. So, die beiden Techtelmechteln. Ich hoffe, sie haben die Tür zugemacht. Schläft. Hat sie die Brille auf? Ja, passt schon. Okay, das hat nicht gut geklappt, Fritz. Oh Mann. Kennenlernen, komm. Hier sitzen und plaudern. Komm, das schafft ihr, ihr beiden. So. Langweiliges Gespräch. Sadobi ist der erste Follower, Number One Fanboy, okay. Oh, ich möchte noch flauschiger, folgt uns, während wir hier Kinder machen. Was war das denn? Oh, Annika hat entdeckt, dass Fritz ein Alien ist. Ist Annika auch ein Alien? Zorkini Lenarg. Was jetzt? Wo gehst du hin? Macht er jetzt Geschirrspülen? Warum benutzt er nicht die Spülmaschine? Okay, wir müssen kurz ein Nickerchen einschieben. Ich hoffe, sie packt das so lange. Ah, die pennen schon. Sehr gut. Braten wurde ausgeliefert in die Röhre. Fritz fällt gleich in Ohnmacht. Oh, das ist nicht gut. Die hat zu Hause kein Internet. Die kommt nur zum Zocken vorbei. Hatte die nicht eben noch eine Brille? Nee, ne? Er wäscht sich erst noch die Hände. Oh, er ist jetzt... Okay, er ist komplett weggepennt. Jetzt geh halt ins Bett, Scherge. Okay, also Fritz, Liebesleben geht nur an freien Tagen. Hol dir das Kind, welches ihr gezeugt habt, in deine WG. Ja, da muss ich mal gucken, ob das geht. Oh, 81 Leute insgesamt. Sehr, sehr schön. Die beiden sind aber auch echt früh schlafen gegangen, ne? Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, okay, wir haben nicht mal wieder ein bisschen alleine rein. Ich ruf sie mal an, dann muss sie mit meinem Sohn rumhängen und der erzählt langweilige Geschichten und schläft ein. Immerhin hat er das doch ins Bett geschafft. Was macht sie denn? Ach, sie muss aufs Klo. Ja, geh halt, hier ist doch ein Klo. Ach so, die Tür darf sie nicht benutzen. Die geht ja witzig. Na dann, wir wollen ja nicht jetzt zugucken. Schon okay.
Naschst du jetzt mein Essen zu Ende? Ist ja drauf. Ninja sagt, er hat sich einen Kaffee reingeteilt, geht direkt danach schlafen. Der ist ein Alien. Und Tori freut sich, wie sie läuft. Ja, die muss halt aufs Klo. Das Telefon klingelt. Wer ist das? Cassandra Grusel. Nein, wir wollen jetzt nicht abhängen, wir müssen schlafen. Oh, da geht's schon los. Ob du nicht mit dem Badeanzug auf dem Sofa sitzt? Weißt du, was das kostet? Du bist ja drauf. Wird Zeit, dass wir noch was kochen. Ach, Gourmet-Obstkuchen haben wir noch gar nicht gemacht. Was ist mit ihr los? Die läuft ja. Ja, die kommt schon klar, ne? Wir müssen aber nämlich jetzt erstmal ernten. Alles ernten, bewässern und düngen. Könntest du im Bad mal eine Tür entfernen, eine Tür zum Durchgangsflur? Oh, das wäre voll schlau. Obwohl, ja. Ob du mit dem Badeanzug auf dem Sofa sitzt, weißt du, was es kostet? Schau dir bitte mal Franz an, wie der mit der Wohnung rumrennt. Ja, aber nicht im nassen Badeanzug. Das ist übrigens die ideale Einstellung. Die mögen sich kaum. Aber Sexy Time ist nicht das Problem. So. Spinat fittata. Und Lachs in Kräuterkruste. Ja, Spinat ratata. Beppe. Rare. Das ist voll praktisch, dass die Muddys da immer rumhängen. Oh, der hat voll Hunger. Hier aufräumen. Also jetzt muss er aber sich erstmal um den ganzen Garten kümmern. Oh, wir haben jetzt die verbotene Frucht im Inventar, ne? Sehe ich das richtig? Da. Verbotene Frucht des Pflanzensims. Iss sie und werde ein Pflanzensim. Pflanze sie, züchte deinen eigenen Baum. Sie mag vielleicht verboten sein, aber die Wirkung ist ohnehin vergänglich. Aber wer möchte schon ein Pflanzensim sein? Ah, sie macht sich erstmal einen Drink. Es ist ja auch schon 5:30 Uhr morgens. Da kann man ja wohl mal einen Cocktail mischen. Eine neue Küche wäre was. Geht gar nicht, bitte. Gibt's eigentlich irgendwo Jäten? Oh ja, wir müssen auch noch jäten. Man könnte sagen, wir sind der Yeti. Die ist aber anhänglich, ne? Da will man ein bisschen Gartenarbeit machen. Freundlich zu Gina sein. Das ist möglich. Aber vorher haben wir leider noch 1 Million andere Aufgaben. Müssen wir heute eigentlich arbeiten? Tatsache. In 2 Stunden. Upala. Isst du jetzt bitte den Apfelkuchen, den Kuchen? Denke, du musst auf jeden Fall was essen, bevor du zur Arbeit gehst. Na, guck mal, die beiden schnacken jetzt hier noch. Guck mal, ich habe hier Gourmetkuchen gemacht, junge Frau. Die ist schwanger, die ist uninteressant. Franz soll seinen Namen woanders pflanzen. Willkommen beim Twitch-Kanal von RTL 2. Nein, das hat nichts mit RTL 2 zu tun. Der Typ ist sehr reich, eloquent und hübsch. Das ist einfach ein netter Typ, der halt gerne für seine Kinder sorgt auf der ganzen Welt. Ich glaube, wir brauchen Medizin. Übrigens, der Kollege hat Fieber. Für Jäten haben wir leider keine Zeit mehr, Kollege. War gut. Ha, er hat die Erkältung besiegt. Alleine losschicken. Macht er jetzt noch fertig? Kinny M2 möchte, dass ich das Kind in die WG hole. Eieieiei. Das weiß ich gar nicht, ob das geht. Sorgt, hat viele von uns. Ja. So. Muss Fritz jetzt auch zur Arbeit?
Er ist doch richtig mies drauf. Oh. Na toll. Das wird ja was. Fini, was hast du dir denn jetzt reingeballert? Das war Medizin. Wo sorgst du dich denn? Ja, die können ja... Der eine war doch einmal schon zu Besuch. Einer wohnt sogar bei mir. Also ich bitte euch. Lutz hat tolle Arbeit geleistet. Er ist befördert worden. Ja, mega den Spaßmangel. Aber vielleicht kann er jetzt die Ute anrufen. Oh nein! Oh nein! Annika ist zu alt! Annika ist uns weggealtert! Ah, so close. Dann spielen wir Sims Forever mit Mods. Oh nee, wir nehmen am Anfängerturnier teil. Cool. So, am Sims Forever Turnier, das müsste doch Spaß machen, oder? Lass die Kinder mal bei der Mutter, er ist kein guter Vater. Bitte? Jetzt erst recht, wir holen sie alle hier hin. Ich werde die Kinder adaptieren. So, jetzt nimmt er an seinem ersten Turnier teil. Der geht jetzt total ab, der Kollege. Die Olle ist zu alt geworden. Erstmal am PC den Spaß wieder auffüllen. Wir müssen jetzt mit Fritz, wir müssen mit dem los. Ne? Wir müssen mal wen kennenlernen, ey. Ja, Franz hat eben 2900 Quatschmark verdient. MP. P for him, ey. Macht er jetzt eigentlich irgendwas von alleine? Nee, macht er nicht. Ihm fehlt's an Spaß. Ach, hier, guck mal. Nimm mal ein Stück und dann kannst du hier Schach spielen. Mich würde interessieren, was passiert, wenn Fritz in seiner richtigen Gestalt rumläuft. Das ist spannend. Ich glaube, da wird er so IT-mäßig, ne? So, wir müssen jetzt hier mal gleich mit Fritz auf die Hatz gehen. Fritz muss mal... Oder kann der online daten? Geht das wohl? Ja doch, was? Kontakte knüpfen. Chat. Vielleicht Tochter lernt er da wen kennen? Was denn jetzt? Was? Der Obstkuchen ist nicht gut? Das ist ein Skandal. Oh, sorry, da ist ganz viel im Chat passiert. Ich würde sagen, kannst du mit dem Trank, der verjüngt, alt gewordene Sims verjüngen? Auch so eine Frage im Chat ist ja eine gute Idee. Die Kinder adaptieren? Du machst also neu nach dem Vorbild der Alten. Ja, genau. Präsentiert den dritten Teil von dem Dutzend billiger. Ich wüsste jetzt gern, ob chatten, ob er jetzt wirklich hier auch Sims kennenlernt. Hat er nicht irgendwie Tinder auf dem Handy oder so? Was heißt eigentlich dieser Ring hier oben drum? Dass das ein Haushalt ist oder so? Was ist es denn schon wieder mit meiner Verbindung? Ey, Unity Media spackt heute total rum, es tut mir leid. Er kennt ja niemanden. Also für sich müsste man sich einen erwachsenen Sim im Haushalt ranmachen, einladen einzuziehen und wenn man ihn dann im Menü zum Haushalt aufteilen ist, einfach nur das Balk rüberholen und die Olle da lassen. Der Ring steht für ein Alien. Ah, okay. Der Eiswolf guckt mal hier rein. Hallo. Wie seltener Gast. Nee, hier lernt er niemanden kennen. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Vielleicht findet er einen Brieffreund. Die Spezialsims haben ihre eigenen Ringe, okay. Öffne das Beziehungsmenü. Das Icon mit den zwei Figuren und der Ring deutet an, dass er ein Alien ist. Ah, okay. Vorsicht bei heißen Singles aus der Gegend, die ihn kennenlernen wollen. Ja, das ist... So, hat er einen gefunden? Ach so, okay. Er hat jetzt im Brieffreundschaftsforum gepostet. Gut, solange gehen wir ganz uncreepy einfach hier draußen mal spazieren. Aha! Oh, das ist Olivia. Wollte Fanny doch eigentlich. Egal.
Die ist jetzt auch schon was älter geworden. Naja, ältere Schiffe, ne? Und segeln. Damit Fritz halt wenigstens mal wen anrufen kann. Oh, hier, die sind auch alle älter geworden. Okay, die sind ganz schön in die Jahre gekommen. Der ist auf Test. Guten Tag. Test funktioniert. Hallo, ich bin extra aus meinem Keller gekommen. Oh, das hat nicht gut geklappt. Aber wir reden über Interessen. Dann analysieren wir deine Persönlichkeit. Dann fühlen wir mit. Wir nutzen Alien-Dinge. Wer seid ihr denn? Lasst die alle in Ruhe. Fritz hat die zuerst gesehen. Ihr seid Senioren. Aha! Oh. Er hat entdeckt, dass Fritz ein Alien ist. Verdammt. Was ist es denn mit dieser Poser-Gang hier? Und sie so? Ach, Fritz, Fritz ist gelangweilt, wie alle anderen auch. Was ist denn mit euch, mit den Assis hier? Diese Sprüche. Rostiges Dach hat rote Haare und nicht das Alter. So. Was ist jetzt los? Was passiert mit ihr? Ich wollte noch nach dem Tag fragen. Jetzt hänge ich hier bei den alten Pennern rum. Guck mal. Girl, willst du ein bisschen abhängen? Oh. Okay, Fritz, wir üben. Wir üben das noch. Geh mal schnell duschen. So, der arme Franz, der musste die ganze Zeit Schach spielen. Er ist aber noch ganz gut drauf. Wir malen ein Pop-Art-Gemälde. Fangen Sie ein, bringen Sie in den Keller. Ninja, das kann man doch so nicht sagen. Das kann man doch so nicht sagen. Macht das Lovehaus voll. Oh, Fritz muss ein bisschen Frust boxen. Oh, Eiswolf ist ein Erkältungswolf. Dann gute Besserung. Das ist ein cooles Bild. Oh, ich muss mal kurz auf den Tacho gucken. 2:51. Alter, die ist schon wieder lange vorbei, die YouTube-Folge, aber so richtig lange. Gleich, ne?